Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich wohl einen Schlabberlatz. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es einen Zweiteiler. Sprich, nach diesem Video ist nicht Schluss, sondern wir haben quasi das gleiche Video mit anderen Produkten beim Julian auf dem Kanal gedreht. Und das haben wir auch schon fertig gedreht. Also, es geht um Folgendes. Wir haben beide Produkte rausgesucht, die sehr, sehr ähnlich sind. Einmal in sehr günstig und versucht fast das gleiche Produkt in teuer zu finden. In Julians Video habe ich ihm Produkte zum Raten rausgesucht und er musste dann immer schätzen, was das teure und was das günstige Produkt ist. Und in diesem Video hat Julian mir Produkte gekauft und ich muss raten, was das heißt, Beispiel, ist. Wir haben einen Apfel für 5 Euro bestellt und einen Apfel für 25 Cent und müssen raten, was der teure und was der billige war. Richtig. Ihr müsst auf jeden Fall gleich bei Julian vorbeigucken. Ich habe so geile Produkte bestellt. Der hat auch nicht alles gewusst und richtig klar. Klopapierrolle rum, gar kein Problem. Ist das Ich verlinke es euch natürlich ganz oben in der Infobox. Mega, feiere ich hart. Jetzt darf ich raten. Okay. Ich will starten, ich bin motiviert. Nicht gucken, nicht gucken, nicht gucken. So, servieren wir dir das erste Produkt. Nicht hingucken. Oh, du nervst. Du behauptest doch, das ein oder andere Beauty-Video mal veröffentlicht zu haben, ja? Hab ich dir einfach mal glatt... Oh, ich muss die Deckel abmachen, da steht nämlich eine Marke drauf. Ich habe nämlich Wimpern gekauft im Internet. Das war diese hier. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich habe mir die Preise notiert. Eine der beiden Wimpern hat 49 Cent gekostet und das andere Ding 8,99 Euro. Krasser okay. Unterschied, oder? Das ist krass. Ich habe mir notiert, was die teuren Billigen sind. Oh, die sind sehr... Oh, nee. Gar nicht gut. Richtig hart und scheiß Qualität, die Wimpern hier. Auf den ersten Blick würde man natürlich sagen, hier sind viel mehr drin. Das müssen die teuren sein. Aber ich kenne eine bekannte und doch nicht ganz so günstige Wimpernmarke. Und die haben auch Wimpern, die heißen Demi Wispies oder Whispers. Oh, nee, jetzt steht da noch ein Name drauf. Da steht hier drauf. Und ich habe alles abgemacht, jetzt steht da Demi Whispers ja, drauf. Ja, warte doch. Die sehen ein bisschen natürlicher aus. Die sehen so richtig übertrieben aus. Krass, man gibt der Bianca Wimpern und die erzählt euch einfach eine Geschichte. Ja, nee, warte. Ich hab damals mal in den 80ern hab ich Wimpern gesehen, die heißen Demi Lovato. Boah, mit denen habe ich mich unterhalten, kann singen. Will das nicht. Mach mal Auge auf. Mein Auge ist auf. Darf ich mal ganz kurz von einem anderen auch eins bei dir dran machen? Ja, aber ich dachte... Nee, ganz, ganz klar. Das hier sind die teuren. Ist richtig, komm. Aua! Ah, es ist eklig! Gut, beiseite. Ich lege die beiseite. Ich präsentiere euch mal den ersten. Geil, ein Pulli, das ist voll ein Pullover. Idee. Ja. Geil. Pullover mit Streifen drauf. Versus Pullover mit Streifen, diesmal in Armen. Boah, so. Du hast ja sogar fast den gleichen Pulli gekauft. Ja. Das war auch echt lange. Ich habe 5 Euro in meiner Tasche gefunden, wollte gerade auf meine Liste gucken. So, warte. Okay, halte ich fest. Das eine T-Shirt von den beiden, oder Pulli, je nachdem, hat 1 Cent gekostet. Okay, und das andere 14,99 Euro. Nein, ich finde den hier cooler. Hier ist sogar noch eine Kapuze dran. Okay. L, das ist Größe L. Wo ist das denn Größe L? Willst du es mal anprobieren, Bianca? So, das ist der erste Pulli. Erster Eindruck, gefällt es dir? Also doch, der fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Ist so ganz, das ist so ein kühler Stoff, das mag ich voll gerne. Also ich trage S und das ist angeblich L. Boah, ist das ein ekliger Stoff, voll elektrisiert. So, und das ist der andere Pulli. Also ich finde den, glaube ich, cooler. Ich sag, den ich gerade anhabe, ist der teure. Der ist der teure? Ja. Falsch. Echt jetzt? Der hat 1 Cent gekostet und der hat 14,99 Euro gekostet. Ist nicht der. Der hat noch irgendwie 1,99 Euro oder 2 Euro Versandkosten drauf. Ich mit meiner Männerlogik hätte gesagt, hä? Das ist doch mehr Stoff. Herzlichen Glückwunsch zu deinem schönen neuen Pullover. Ich sag dir erstmal die Preise. Ja. Hat 1 Cent gekostet, wieder 1 Euro Versand oder sowas, aber 1 Cent. Und die andere Uhr hat 29 Euro gekostet. Ich weiß, okay, es gibt deutlich teure Uhren, aber... Unterschied. Das heißt, die eine Uhr, die ich dir jetzt gebe, eine von den beiden Uhren hat 2900 mal so viel wie die andere gekostet. Das sind die beiden Uhren. Weißt du was? Ich würde jetzt schon einfach, ohne mir irgendwas angeguckt zu haben, sagen, dass das die günstige ist, weil du Faker das bestimmte extra dran gemacht hast. Hä, wo soll ich das denn haben? Vielleicht war es ja auch hierbei. Ja, vielleicht habe ich auch genau das so... Dann nimm das halt weg. Dann nimm es halt weg und vergleich die beiden Uhren miteinander. Mach dein Ding. Boah, die sieht ja voll geil aus, wie so ein Muschelstück. Wie so ein Muschelstück. Qualitativ würde ich jetzt vom ersten auf... Die ist kaputt. Da ist ein riesen Riss drin vorne. Oh nein, das stimmt. Oh, da hat jemand versucht, das Omega-Zeichen zu fälschen. Das muss ich googeln. Du darfst überhaupt nichts googeln. Was geht denn jetzt ab?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das die teure ist, die blaue. Die sieht einfach meines Erachtens hochwertiger verarbeitet aus. Ja, komm, ist richtig. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich habe jetzt was ganz Spannendes für dich, okay? Krass, ich komme nicht drauf klar. Eine Uhr für einen Cent. Und zwar, ich habe alles online bestellt, bis auf einen Artikel. Ich war ja eben noch im Supermarkt einkaufen. Ja. Und da habe ich einfach mal gedacht, kaufe ich zwei verschiedene Öle, kann man das so nennen? Eins von den beiden Ölen. Was ist das denn für ein Wort? Öls. Ein Öls. Ein Öl hat auf jeden Fall 3 Euro gekostet, das andere Öl hat 19,89 Euro, also 20 Euro okay. gekostet. Hier steht auf jeden Fall schon mal Bio drauf. Bio ist grundsätzlich meistens immer teurer. So, lies mal vor, was entdeckst allerdings du denn da? Steht hier Trüffelöl drauf und Trüffel ist eigentlich auch immer sehr teuer. Das ist jetzt wirklich eine knifflige Nummer. Oh, das ist richtig schwer. Nur zum Würzen, damit kann man anscheinend nicht braten. Premiumöl, Trüffelöl, Olivenöl mit weißem Trüffelaroma. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Bioöl 20 Euro gekostet hat. Also ich sag einfach, weil es Trüffel ist und Trüffel immer überteuert ist und das auf Olivenölbasis ist und Olivenöl auch immer teurer ist, sage ich, dass das teure ist und das Bioöl das günstige. Falsch. Nein. Das hat ein 20 gekostet. Das ist nicht dein Ernst. Würde ich gleich gerne wieder umtauschen gehen. Ich kann damit noch nicht mal braten. Ich bin einfach an einem Regal vorbeigegangen, dachte mir so, Öl für ein 20? Ich hatte dein Portemonnaie dabei. Aber ich habe jetzt Feinschmeckeröl. So. Ich habe dir 2 Lippenstifte gekauft. Ich weiß sogar auswendig, was sie gekostet haben. Ein Lippenstift hat 70 Cent gekostet. Der andere Lippenstift hat 14,29 Euro gekostet. Übelst teuer. Dafür kriege ich ja schon fast einen MAC-Lippenstift. So sieht's aus. Hier sind die beiden Exemplare. Das ist doch kein Lippenstift, das sieht aus wie ein Labello. Ja, entspann dich doch mal. Vegan. Matt Lipstick. Sieht krass aus. Das ist einfach Billo-Plastik, wo das Ding drin ist. Sieht aber also wenn du das aus. Nicht in deinem Profilbild auf YouTube, guck mal nach, ist sogar ein Lippenstift. Also wenn du das nicht rauskriegst, das wäre eine Blamage. Oh, Riechtest. Riechst du nach Lippenstift? Riecht auch nach Lippenstift. Geschmackstest. Boah, das ist wieder so ein typischer Moment, den nur Bibi witzig findet. Da können wir jetzt nicht mehr drüber lachen. Das war wirklich auf der Lustigkeitsskala, aber nicht drauf, leider. Ich will es trotzdem ausprobieren. Gib mir mal einen Spiegel. Ja klar, hol ich aus meiner Hosentasche. Aha. Gibt gut Farbe ab. Oh, der fällt ja fast da raus. Sieht schön aus, ne? Mega Kombi. Sieht richtig gut aus, die Kombi. Ich glaube aber, weil diese Verpackung so... Da ist die Kamera plötzlich ausgegangen. Ich höre jetzt auf zu reden, das macht jetzt alles keinen Sinn mehr. Ich sage, das hier ist der teure. Leck mich am Arsch. Du hast doch gerade noch gesagt, dass du denkst, dass das der teure ist. Nein. Jetzt machst du die Kamera an. Das hier ist voll die Billo-Produktion. Du hast doch gerade gesagt, dass der voll ungünstig war. Ja, der fühlt sich nicht so gut auf den Lippen an und der wackelt auch mehr. Aber das ist so ein Nachfüllding. Und für einen 20 Cent Lippenstift, wie günstig war, gibt es keinen Nachfüller, verstehst du? Keine Ahnung, was gerade los war. Wir haben jetzt 10-mal immer wieder die Aufnahme gestartet und die ist immer nach 20 Sekunden oder so abgebrochen. Wir haben jetzt eine neue Kamera genommen, also das Bild und der Ton sind jetzt bestimmt ein bisschen anders. Habe ich jetzt eigentlich schon mein Endresultat? Ja, du hast gerade gesagt, dass du den hier für teurer hältst. Findest du nicht krass, dass der 70 Cent kostet und der 14 Euro? Voll krank. Janka, nächstes Produkt. Was ist das? Ich habe mir Pommes zubereitet. Hast du, während ich jetzt die andere Kamera geholt habe, eine Kartoffel in der Hand? Da lag eine Kartoffel und ein Messer, dachte ich mir, mache ich mir Chips. Das ist meine Privatsphäre, okay? Das ist nicht dein Ernst, ey. Okay, ich habe 2 Schneidebretter besorgt. Ein Schneidebrett hat 1,99 Euro gekostet und eins 19,99 Euro. Guck's dir an, lass es dir nochmal durch den Kopf gehen. Also, das ist ja wohl mal der Hammer mit dem Ding. Hier sind sogar 2 Schrauben dran. Wenn das nicht hochwertig ist, dann weiß ich auch nicht. Hier ist so ein Ablaufrinne dran. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Tomate, die sehr saftig ist, schneidet, dann läuft nicht alles an der Seite vorbei. Würdest du sagen, du bist so eine saftige Tomate? Das ist 100% das hochwertige Mittel. Also da müssen wir auch nicht lange drum rumreden oder fackeln. Geil. Ich dachte, zu 100% sagen, okay, du hast es eingeloggt? Ja. Perfekt. Das hier hat 1,99 Euro gekostet. Nein. Doch, es hat 1,99 Euro gekostet. Doch. Und das hier hat 19,99 Euro gekostet. Krass. Ja, das beweist einfach mal, teuer ist nicht immer gleich gut. Gut ist nicht immer gleich teuer und billig ist nicht immer gleich schlecht und billig ist schon gar nicht teuer. So. Bist du bereit? Mach die Augen zu. Ich habe dir Handtasche. Nicht nur eine Handtasche, sondern 2 Handtaschen, meine Liebe. Möchtest du den Preis wissen? Ich möchte ihn wissen. Eine Handtasche hat
einen Cent gekostet und eine hat 149,95 € gekostet. Boah, das finde ich echt krass. Und Leute, ich bin natürlich ein Fuchs. Ich habe die Marken hier jeweils abgeklebt. Das hier ist ziemlich labbelig. Boah, das ist ja voll schön gefüttert. Fühl mal, wie weich das ist. Ne, die finde ich richtig so, schön. So, jetzt inspiziere die Tasche mal. Oha. Ach krass, das ist ja eine andere Welt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Du bist so ein scheiß Bluffer. Bestimmt ist die, die jetzt so stabil ist, ist jetzt die Billo-Tasche, ne? Sieh dir die an. Die sieht einfach wirklich qualitativ hochwertiger aus. Hier ist noch ein Etikett dran, was abgeklebt ist. Das hier ist die teure. Das ist die teure, denkst du? Das ist falsch. Das ist die billige, die hat 1 Cent gekostet. Ich habe mein Etikett online bestellt, habe das hier dran gemacht und das abgeklebt. Das habe ich nicht getan, weil das war die billige und das ist die teure. Du hast leider recht. War ja auch klar. Cool. Hast du mir ganz kurz in meiner Erklärphase geglaubt? Nee. Also für einen Cent. Soll ich mal zeigen, was hier für eine Marke hinter war? Ja. Du scheiß Bluffer. Die sehen sich wirklich ultra ähnlich von der Form. Da habe ich doch echt lange für gesucht. Ja, warte, wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Du hast 3 von 7 falsch. Das heißt 4 richtig, 3 falsch. Jetzt würde ich sagen, ihr dürft ihr nicht verpassen, Julians Teil zu gucken. Denn da habe ich eben die Produkte rausgesucht und er musste raten. Und ich habe auch richtig krasse Produkte. Und lass uns mal ein Video drehen mit dem günstigsten Outfit. Dass wir uns das günstigste Outfit bestellen. Boah, und, oder eine Challenge. Wer schafft, sich ein günstigeres Outfit zu bestellen? Oh mein Gott, ja, das finde ich das so eine geile Idee. Einen Daumen nach oben. Wir drehen das. Das ist einfach so. Die Idee kam so, die ist so gut. Die ist so verdammt gut. Ich brate mir dann mal ein. Du darfst damit nicht braten. Ich beträufel meine Kartoffeln jetzt mit Bio-Arganöl. Richtig geiles Feinschmeckererlebnis, liebe Leute. Tschüss.